Es gibt in Kenia viele Menschen, die trotz körperlicher Behinderung ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Auch Bäuerinnen und Bauern. Hier in Maseno haben sie sich zur Depo Self-Help Group zusammengeschlossen, um Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Auch die Push-Pull-Methode hat die Gruppe kennengelernt und wendet sie erfolgreich an. Die Erträge sind heute viel besser, der Aufwand ist machbar. Die Diskussionen werden mit viel Herzblut geführt und das Selbstvertrauen dieser Menschen ist beeindruckend. Mit neuen Ideen kehren die Bäuerinnen und Bauern wieder auf ihre Felder zurück. Jairus Unser verletzte sich vor ein paar Jahren bei einem Verkehrsunfall und ist nun querschnittgelähmt. Seine Frau hat ihn und die vier gemeinsamen Kinder verlassen. Trotzdem schafft er es, seine Familie zu ernähren und die Kinder in die Schule zu schicken. Das Napiergras seines Push-Pull-Feldes eignet sich bestens als Futter für seine Kühe und Kaninchen. Natürlich ist es harte Arbeit in diesem unwegsamen Gelände. Aber Jairus ist enorm glücklich, dass er nicht zuletzt dank der Push-Pull-Methode für seine Familie sorgen kann und nicht zur Untätigkeit verdammt ist. Viele dachten, dieser behinderte Mann hat nichts zu tun. Aber ich konnte ihnen beweisen, dass ich tun kann, was alle tun, trotz meiner Behinderung. Despite of my disability.